Spur abgeblieben sein könnte. Und deshalb haben die Ermittler heute die Fahndung aufgeweitet. Auch in der Werra wird nun nach dem Mann gesucht. Hier an diesem Parkplatz wurde der 74-Jährige am Montagabend das letzte Mal gesehen. Ein Bekannter hat ihn hier abgesetzt. Der Vermisste wollte sich mit Freunden treffen. Doch zu diesem Treffen kam es nie. Jugendliche wollen den Mann noch an der Werra flussabwärts laufen gesehen haben. Gestern hat der Sohn den Mann dann als vermisst gemeldet. Seitdem ist Polizei und Feuerwehr im Einsatz. Wegen der Dunkelheit musste die Suche abgebrochen werden. Heute Morgen ging es dann weiter. Kameraden alle dabei, einer rechts, einer links gesucht. Das ganze Gehölz ist relativ schwierig, da was zu sehen. Es gibt verschiedene Anstrengungen im Bereich der Werra, in den Ecken, die das runtergehen. Falls halt irgendwo jemand ertrunken ist, sich irgendwo anhängt, das ist eigentlich relativ glücksvoll. Wir gehen erstmal runter, kommen nach Daden wieder hoch. Nicht nur wegen des dicht bewachsenen Ufers gestaltet sich die Suche schwierig, auch Hinweise gibt es kaum. Warum der Mann verschwunden ist, darüber kann nur spekuliert werden. Zu Land, zu Wasser, die Ermittler suchen überall. Leicht ist die Suche für die Einsatzkräfte nicht. Es ist schwierig, wenn man dann auch weiß, wer diejenige Person war. Es geht dann manchmal sehr nah. Den Ermittlern bleibt momentan nichts anderes übrig, als weiter zu suchen. Hoffnung setzen sie vor allem auf die sensiblen Sinne ihrer Spürhunde. Es ist ein heißes Schreiben, das die Post